Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde. Wir sind hier unterwegs, beziehungsweise wir schwimmen, um vielleicht irgendwo eine Kuh zu finden oder generell halt zum nächsten Quest zu kommen. Weil eine Kuh werden wir nicht finden, weil der Schatz, der im Schiff, das gesunken ist da im Fluss, hat eine Mitteilung. Halskette im Kuhmagen und so, ne? Aber Kühe haben wir nicht gefunden oder Metzger, ich habe keine Ahnung. Vielleicht haben wir auch recht blöde gesucht oder wir haben einfach zu wenig gesucht. Kann natürlich auch sein. Und ich würde behaupten, wir gehen jetzt in Richtung der Hauptquest. Ja, wieder mehr Bündnisse. Dass wir da auch mal ein bisschen weiterkommen. Und dann läuft's wieder, ne? Ja gut, du musst ja mal A klicken und ich glaube, die Haare in der Nase, die kratzen eine Runde. Das ist, glaube ich, das Problem. Also generell hier. Was machen die da mal nur rumstehen in der ganzen Welt hier? Tun die nur die ganze Zeit doof? Also wirklich hier, guck mal, auch hier rumstehen. Einfach nur rumstehen. Die Kornkammer von Westsexa. Ein Land im Überfluss. Die Kornkammer von Westsexa, Südsexa? Klingt auf jeden Fall einfallsreich. Ja, klingt einfallsreich. Ist auf jeden Fall so. Sollte so sein. Musik. Was nie passiert. Schön. So viel grünes Land. Das ist echt schön. Aber wir müssen Basim finden und der wird sich doch hier irgendwo hoch zu da hinten rumtragen. Wir müssen Sühnen nicht haben. Ich muss einfach noch kurz gucken, wo ungefähr das Gebiet ist. Dann kriegen wir es auch hin. Unten so dunkel und dreckig, wie man hört? Nicht, seit es fast vollständig abgebrannt ist. Durch die verkohlten Holzdächer kommt das Licht richtig zur... Mal am Wasser entlang. Also hier drin ist offenbar ein Licht. Das Leben der Menschen dort zu verbessern. Du bist nicht der Erste, der beim Wachehalten einschläft. Aber sicher der Lauteste. Ich wollte dich nicht enttäuschen, Jarl Gudrum. Es war nur ein kleines Nickerchen. Ich war so müde. Das sind wir alle, Junge. Der Weg hierher war hart. Und trotzdem enttäuschst du mich nie wieder. Verstanden? Mein Jarl, es tut mir... Du musst Eivor sein. Ich habe viel von dir gehört. Man hält große Stücke auf dich. Wir werden sehen. Bleib in meiner Nähe und urteile selbst. Oh, das werde ich. Sei unbesorgt. Eivor hofft, Sigurd aus dem Griff der wahnsinnigen Fulke zu retten, die sich in Portcaster verschanzt hat. Wenn du König von Westsexe sein willst, muss Portcaster fallen. Ein Bündnis ist im besten Interesse beider Seiten. Du versprachst ein großes Heer, aber mit dem hier könntest du nicht einmal eine kleine Mauer überwinden. Das sind nicht alle meine Kräfte. Wo ist der Rest? Deine Verbündeten sind auf dem Weg. Nur Geduld. Wir können nicht länger warten. Wir müssen sofort aufbrechen. Mit so wenigen? Bist du so erpicht darauf, nach Valhall zu kommen? Ich sitze nicht herum, während diese Hündin Sigurd gefangen hält. Wir könnten im Wald östlich von Portcaster einen Angriff planen. Aber zwischen hier und dort gibt es Speer. Um die kümmere ich mich. Zeig sie mir und ich blende Fulkes Augen. Einer befindet sich zwischen Bricklesworde und Chiscaster. Ein anderer nördlich von Crawan Lair. Ein dritter hält Wache auf den Hügeln südlich von Krauedene. Aber Vorsicht, das sind die, von denen ich weiß. Es könnten mehr sein. Das Risiko gehen wir ein. Ich finde die Speer, du bringst die Leute bei Portcaster in Stellung. Du setzt viel aufs Spiel, Eivor. Wenn man uns entdeckt, sind wir verwundbar. Wenn du siegen willst, dann jetzt oder nie. Jede vergeudete Stunde könnte Sigurds letzte sein. Ich hoffe, du hältst, was die Gerüchte versprechen. Das wissen wir noch nicht. Belagerung von Portchester. Oh je, was haben wir hier? Eivor hat viele Verbündete aus dem ganzen Land versammelt.
wie diese zwei netten Zeitgenossen, Rodi und Broder, oder? Hör zu, Sachse. Wir sind... Also gut. Wie war das? 900 oder 500? Ich hab's gerade ein bisschen verpeilt. Okay, auf jeden Fall alle relativ zu Fuß weit weg. Ey, meine Nase hier, echt. Ich muss wirklich mal irgendwie, sonst gibt's so Nasentrimmer, ne, für Haare in der Nase. Das wäre eine relativ angenehme ja gut. Ja, eine Anschaffung wäre es auf jeden Fall wert. Wenn das nicht wehtut. Ich weiß halt nicht, ne? Ob das was ist. Aber gut. Mal sagen, hier Reittier rufen. Ja, toller Weg. Muss ich wirklich gestehen, dass das läuft hier. 700 Meter, das kriegen wir offenbar. Das kriegen wir noch hin. Sollte auf jeden Fall machbar sein. Und auch nicht so schlimm sein. Und dann haben wir den Kollegen ausgemerkt. Ich hoffe, wir müssen den nicht in Schleichmanieren umbringen, sondern dürfen einfach auch mal draufhauen. Wie wir es eigentlich immer tun. Weißt? Was siehst du da oben, Sühnen? Wir haben da noch einen Kundschafter? Hier sollte ein Späher auf dem Hügel sein. Der Geruch von Blut liegt in der Luft. Nö, ich dachte hier schon. Ich sehe es da hinten, ne? Da. Es riecht nach Tod. Hat jemand den Späher vor mir gefunden? Ja, ich glaube hier. Dieser Winkel. Arsch wild hier. Das ist wirklich wild. Aber gut, sie sind auch irgendwo durch ein bisschen, ja, wie soll man sagen, berechenbar. Klar, in einem Rudel gehen ja Schema F vor und somit auch irgendwo geplant. Aber wenn man sie einzeln erwischt, dann sind sie doch relativ berechenbar. Und muss sie aber noch auswählen. Ich müsste mal das Schild hier auspacken. Komm mal ran. Hallo. Gut, funktioniert. Wollen wir mal ausprobieren. Funktioniert wirklich. So. Von Wölfen gerissen. Mir wurde die Arbeit abgenommen. Ja, warum nicht? Jetzt haben wir schon einen Kundschafter. Hell? Pferdchen, wo kommst du? Ich dachte, das würde ein bisschen länger gehen. Oh ja. 400 Meter kriegen wir auch noch hin. Sauber. Das läuft hier wie am Schnürchen. Also die erste haben wir nicht umbringen müssen. Der wurde gerissen. Der zweite wird bestimmt auch irgendwas geschehen sein oder gefangen genommen. Und wir müssen alle umbringen und dann auch die Gefangenen. Und okay. Pferdchen, Entschuldigung, tut mir leid. Breite deine Flügel aus. Stimmt, da hinten. Irgendwo in der Mitte von dem Kollegen hier. Das muss ja sein. Irgendwo muss doch hier... Ach, passt doch. Ein Späher wacht am Flussufer. Nördlich von Krauenlea. Alles ruhig. Was? Ich krieg die Hände. Du warst das. Stirb! Wie, ich? Wo jetzt? Begreif dich mal, wo ich hier was gemacht hätte. Zu langsam, du Leiche. Ja, toll, zu langsam. Aber du, Kollege, bist auch nicht gerade der Schnellste und der Hellste, ne? Wir haben in die falsche Richtung geschlagen, also. Oh, shit. Da ist es doof, wenn er auf dem Vorsprung ist, ne? Aber... Wir kriegen es trotzdem hin. Und wieder Kopf ab. Das ist auf jeden Fall nicht die angenehmste Art zu sterben. Rachebotschaft.
Hilf mir. Sei meine Augen. Ah, da unten. Okay. Geht offenbar klar. Jetzt meine Mena. Ja, das schaffen wir noch, oder? Das schaffen wir noch locker in dieser Runde hier. Noch 5 Minuten circa. Und da unten noch einer, oder? Ja, guck mal an. Oh. Hey, Moment! Steh mir bei, Herr! Da komm doch! Wir schaffen das! Ja. Ja. Ha. Dieses Schwert, Schild funktioniert. Das muss ich auch mal probieren. Oh. Ja, aber der geht doch recht gut. Ich weiß nicht, wie es damit ist. Geht so, eigentlich. Zu einem anderen Zweck. Irgendwann beißt jeder ins Grabe. Doch wie ist die Frage? Und wann? Gut, wie? Ja, wann auch? Sieh mal nach, Sühnen. Da hinten, auf der anderen Liege. Immer noch. Jo. Kundschafter. Da hat sich aber, glaube ich, ein Häuschen gebaut, ne? Sehr schön ist offenbar. Zeig es mir. Okay, wir kommen näher. Immerhin. Ich sollte keine Aufmerksamkeit erregen. Ich wollte eigentlich geduckt bleiben, aber okay. Ja, ist okay. Irgendwo wird hier noch was festgehalten, glaube ich. Ich höre auf jeden Fall jemanden schreien. Warum müssen die das machen? Siehst du, ich muss dann nur... Oh oh. Das ist der Speer? Ja, toll. Der beschissenste von allen. Oh. Das ist ein großer Prolo hier. Oh. Kopf. Hm. Wie? Nicht schon wieder einer, der so einen Bolzen abschießt. Ja, ich und Leiden. Kann mich ja heilen. Ja, ich bin ja schon da. Oh. Immerhin, ne? Wasser und so. Wohin rennt denn der? Der Doofkopf. Ja, mit dem Großen hier. Oh, der ist tot. Ja, der macht dich nützlich. Toll. Reichtum erworben. Cool. Was ist es? Ich möchte es wissen. Titan. Oh, sauber. Ich weiß nicht mehr genau. Oh, ein Kupfel, mittelbaren. Schöne Sache hier.
Der wird... Okay, irgendwo hier muss ja... Okay, da hinten ist er. Den möchte ich haben. Der ist der beschissenste von allen. Finde ich auf jeden Fall persönlich. Und irgendwo schreit noch jemand, ne? Wie viel kommen denn hier überhaupt noch? Sag mal. Fünf Silber, aber hier ist echt die Hunde ab hier. Naja. Und wir bestätigen den Tod. Eingeweide, ne? Schön. Gedärme ist es wahrscheinlich eher. Keine Eingeweide. Gut, Eingeweide, Därme. Fulke-Befehle. Befehle von Fulke. Davon sollte ich Bassem erzählen, sobald alle Späher tot sind. Ja, will ich offenbar mitteilen. Und wir haben noch einen, der knapp 800 Meter entfernt ist. Aber wir sehen von der Zeit her reißlich und ich muss auch wirklich los. Denn wir sehen uns in der nächsten Runde. Vielen lieben Dank. Tschüss und ciao. Wir sehen uns. Bis bald.